Ja, meine Lieben, herzlich willkommen. Normal, also es ist ja heute Deadline Day. Normalerweise kennt ihr das, ich würde dann Deadline Day die Abrechnung machen. Aufgrund der Zeit schaffe ich es jetzt nicht ganz, das jetzt zu machen, aber vielleicht machen wir nochmal ein separates Video dazu. Morgen dann oder so, je nachdem, schauen wir mal. Trotzdem gibt es jetzt eine offizielle Transfermeldung, die eigentlich am gestrigen Tag oder vorgestrigen Tag schon klar war, und man hat jetzt aber doch bis nach dem Pokalspiel gewartet. Er war aber gestern schon im Stadion und man kann froh sein, dass er den Vertrag schon unterschrieben hat, bevor dieses Spiel war, weil wahrscheinlich hätte er sich es dann nochmal anders überlegt. Es geht um Bradley Ibrahim. Der Mann ist 19 Jahre alt, kommt aus London, ist auch Engländer, versteht sich also blendend mit Jonjo Kenny und ist zentraler defensiver Mittelfeldspieler, kann wohl aber auch Innenverteidigung? Weiß es nicht. Jedenfalls kommt der jetzt nicht, wie er es vermutet, auf Leihbasis, sondern er unterschreibt bis 2027 bei unserem Blau-Weißen. Das sind 3 Jahre und er ist dann immer noch erst 23 und könnte dann den nächsten Step gehen oder ist bei uns halt voll durchgestartet und spült uns Geld in die Kassen. Und er soll wohl eine Sofortverstärkung sein, könnte aber natürlich auch erstmal noch irgendwie einsetzen in der U23. Setzt, ich vermute mal, das wird so ein bisschen wie Christensen, ne? Langsam reinführen über Kurzeinsätze oder wie bei Billy zum Beispiel, über Kurzeinsätze langsam reinführen, versuchen ihn behutsam aufzubauen und irgendwann dann auch fest etablieren. So stelle ich es mir tatsächlich vor. Ich kann jetzt über den Spieler tatsächlich nichts sagen, weil ich ihn schlichtweg einfach nicht kenne. So tief bin ich dann doch nicht drin. Ich finde es aber jetzt grundsätzlich nicht schlecht. Ich meine, so eine geringe Ablöse tut jetzt auch nicht weh, meiner Meinung nach. Und er ist Perspektivspieler, er ist noch jung, er kann behutsam aufgebaut werden. Und wenn er wirklich so gut ist, wie alle sagen, dann ist er sicherlich auch eine Verstärkung, kann uns da sicherlich auch helfen. Und deswegen, ja, bin ich gespannt, was er dann am Ende bringt. Ich wünsche ihm auf jeden Fall eine erfolgreiche Zeit. Viel Erfolg. Berlin ist ja eigentlich auch ganz schön. Schöner als London. Ja, wobei, das ist gelogen. Das ist tatsächlich nicht so. Aber ja. Ich hoffe, das ist wohl überlegt und er hat Spaß daran, an dieser Aufgabe vor diesen Fans. Wenn man eine Sache sagen muss, auch wenn er jetzt gestern leider einen schlechten Eindruck bekommen hat, unsere Fans sind eigentlich schon ganz geil. Und in Berlin zu spielen und zu leben vor allem, ist sicherlich auch nochmal was Cooles, gerade für so einen Jungen, der 19 Jahre alt ist, ist das bestimmt auch nochmal was ganz Neues. Aber wir haben ja viele in seinem Alter und dann können die sich bestimmt auch irgendwie zusammentun. Guck mal, Kovacic hat in England gespielt, Kenny ist sogar Engländer, also dementsprechend. Ich glaube, da findet sich irgendwie was, wie dieser Mann klarkommt. Und das war's. Ich vermute, das war's mit dem Deadline. Der Hertha hat heute den ganzen Tag über kein X abgesetzt, wo dann irgendwie drin stand, dass es jetzt war mit der Transferpolitik. Normalerweise machen die das ja mittlerweile immer, damit sowas wie 22% halt nicht mehr passieren kann. Vielleicht haben sie sich ein Hintertürchen offen gehalten, wir wissen es nicht. Dann würde ich nochmal online kommen, aber ansonsten war es das an der Stelle. Und ich wünsche jetzt aber wirklich noch einen schönen Tag. Morgen ist ja Freitag und dann steht auch schon wieder das Wochenende vor der Tür. Und dann am Samstag spielt auch schon wieder Hertha und dann können wir uns wieder herrlich zusammen aufregen. Sowohl in meinem Video als dann auch eventuell dann in der Match-Reaction. Macht's gut, auf Wiedersehen.